Willkommen zurück zu Cryoff hier. Ja, wir sind in dieser schönen, schnieken Wohnung hier, die mit Tomatenketchup überströmt ist. Und es sind super viele Gegner in einem Raum, die wir töten müssen. Und ein komischer Kopf dreht sich. Ein komisches Gesicht. Ja, wir haben sage und schreibe null Magazine mit keiner einzigen Waffe. Haben wir irgendwie einen Schuss. Mit dem haben wir, glaube ich, einen Schuss. Ja, das sieht natürlich alles andere als gut aus. Wir haben nur noch diesen diesen Nightstick hier, den man auch von Bullen kennt. Ja, das ist super. Ja, ich freue mich. Wir werden sterben. Das wird auf jeden Fall sicher sein. Jetzt redet uns aber wieder unser Freund zu. Keine Ahnung, wer das überhaupt ist. Also, vielleicht werden wir ihn später dann irgendwie kennenlernen oder so. Er sagt gerade nichts. Was? Doch, jetzt kommt er. He always goes back to the same place, watching it like it was yesterday. Despite the fact that it causes him tremors. Blablabla. Ich sehe gerade nichts, weil hier brauchen wir eigentlich auch kein Licht. Jetzt kommen auf einmal Monster, das wäre es ja. So, wir gehen ganz gemütlich zu der Tür. Und dadurch wird unsere Ausdauer wieder aufgeladen. Wir nehmen gleich eine Spritze im Voraus. Das heißt, wenn ich es überhaupt schaffen werde, dann auf jeden Fall nur wieder mit Spritzen. Das heißt, wir verlieren ziemlich viele. Ja, yesterday. Warte mal. Ich glaube, das geht doch, oder? Die Lampe und... Ah. Hua! Hua! Na komm schon. Hör auf zu labern und gib mir die Tür des Todes. Ja, jetzt ist er fertig. Man hat so ein bisschen so einen Blitz quasi im Bildschirm gesehen. Dass ich jetzt nur noch einen bestimmten Weg absolvieren muss zur Tür. Wo ist sie? Ich renne noch die ganze Zeit schon. Und jetzt ist meine Ausdauer komplett weg. Die Tür, the door. Hä? Da ist er. Gut. Hier lag leider auch keine Munition auf dem Boden. Das heißt, wir nehmen jetzt die Spritze. Davon haben wir 3 Stück. Das ist unser einzigstes Kapital, was wir momentan haben. Boah, das ist so scheiße. Gut. Wir gehen hier durch. Ich glaube, den Dicken, den greifen wir erstmal nicht an, sondern erstmal diese Puppen da. Die hier. Die beiden Türen gehen auf. Vielleicht, wenn ich in der Ecke bleibe, kommen nur die zwei zuerst. Das kann es ja sein. Hey, die eine ist schon mal tot. Stirb! 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 Spritze! Oh Mann, ey. Das wird eh nichts. Ich habe danach noch eine einzige. Ja, ich will die auch nicht zusammen ausgewählt haben. Obwohl, ich brauche hier eigentlich nur das hier. Ich sehe die ja. Da ist noch eine. Eine einzige. Sieht so schön brutal aus, ey. Alter! Alter! Alter, nein! Das ist ja sweet, Alter. Ich glaube, da wäre das Messer nicht schlecht. Da, wenn ich keine Munition habe, sieht alles eh super scheiße aus für mich. Das ist ja heftig gewesen, wie die auf mich zugestürmt kam. Was ist besser wohl, das Messer oder der Nightstick? Ich würde sogar sagen, das Messer, weil man damit einfach schneller schlagen kann. Weißt du, was ich meine? Aber wie der auf den Boden angerobbt kam, da hatte ich keine Schnitte, keine Chance. Also, ich hoffe, ich werde das hier in diesem Part schaffen, dieses scheiß Monster zu besiegen. Zuerst, wie gesagt, obwohl, die Tür ging auf und da war eine Tür drin. Vielleicht geht's da irgendwie zurück. Ja, wir gehen immer wieder zu dem gleichen Platz. Als wäre es gestern. Es ist jetzt. Immer. Hier spielt es halt keine Rolle mehr. Und das Rennen bringt quasi am Anfang nichts, denn erst wenn der Dialog vorbei ist, ist es so, dass man dann rennen kann. Dann ist der Weg quasi frei. Vorher glaube ich nicht, nee. Also der Dialog muss jetzt beendet sein und dann rennen wir los und dann sind wir so gut wie da. Ja, genau. Erzähl mal deine Geschichte. Mich würde mal gern interessieren, wer das macht. Wahrscheinlich ist das nur in unserem Kopf. Dieser lange Weg ist auch nur in unserem Kopf. Ja. Ich
würde mal gerne wissen, was am Ende passiert. Das weiß ich nicht. Vielleicht träumt er alles, aber vielleicht... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was passieren kann. Da bin ich echt mal interessant. Interessiert, meinte ich. Interessiert. So, jetzt hat er aufgehört zu quatschen. Jetzt rennen wir. Und dann sind wir auch gleich schon da. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen, damit unsere Ausdauer nicht ganz am Ende ist, falls wir springen müssen, wegrennen müssen. Das heißt, wir gehen zuerst links in die Ecke, dann öffnet sich nur ein... Nee, die beiden Gates öffnen sich sofort. Aber wenn wir in der einen Ecke sind, kommen nur zwei erstmal. Das ist taktisch... Ich dachte gerade, da wäre eine Falltür. Wollte gerade sagen, hier. Wie ein Hund. So. Alter, jetzt muss das doch schlechter. Nein! Jetzt bin ich tot. Er schlägt sich selbst, pass auf. Ah, das Messer ist super schlecht. Das ist ja doof. Wie soll ich den denn am Boden killen? Hat man doch gesehen, wie stark die ist. Die ist richtig ausgerastet. Okay, die am Boden. Die Tusse. Boah, ich habe keine Ahnung. Das Messer ist auf jeden Fall ziemlich schwach, wie wir gesehen haben. Da fragt sich die Frage, oder da stellt sich die Frage auf, wie können wir die am Boden sehr schnell effektiv umbringen? Hätte ich jetzt eine Gun mit, was weiß ich, drei Magazinen, wäre das kein Problem. Würde ich alle erschießen. Aber ich habe nicht mehr einen Schuss. Doch, einen mit der M. Obwohl, soll ich ganz schnell... Warte, dann mache ich Folgendes. Ich kann ja schnell auf dieses Teil da schießen. So, dann setzen wir das hier aber auf 2... Sprich, wenn es kommt, schnell, hua, und dann einmal draufschießen und den Rest draufhauen. Und da sind zwei solcher Teile, haben wir ja gesehen. Das heißt, das wird nicht gerade einfach. Und wir haben drei Spitzen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, nachdem wir die vier da oben besiegt haben, uns einen spritzen. Oder vielleicht können wir so stehen bleiben, dass sie gar nicht auf uns zukommen. Weißt du, wie ich das am Anfang mache mit den anderen zwei? Wenn ich dann nicht so in der Nähe bin, dann kommen sie auch nicht zu mir. Dann sehen sie mich nicht ganz und dann bleiben sie stehen. Weißt du, das wäre taktisch nicht schlecht. Aber mit einem Schuss, glaube ich nicht, dass diese Viecher da besiegt werden können. Ich habe zu viel Munition an unnötigen Sachen verbraucht. Ich hätte mehr dann auf Nahkampf gehen können. Muss ich mir mal merken. Und jedes Mal diesen Dialog, das ist auch nicht so gerade das Nette. Ich will das nicht jedes Mal haben. Ja, du sahst gar nichts. Genau. So, er ist jetzt fertig. Also 8 Minuten wieder hier ins Land verstrichen für gar nichts. Ich hoffe, ich schaffe das hier irgendwann mal. Mensch, Kinder. Ohne Munition ist das Ganze zu ziemlich schwer. Und vor allem immer diesen Weg hier gehen. Der ist echt unnötig. So, hier ist die Tür. Jetzt geht's wieder los. It's Action Time. Wir bleiben hier so in der Ecke. Dann kommen nur die beiden. Erstmal. Wie die angegafft von mir. Das gibt's ja nicht. Ey, das ist richtig stark hier. Liegen die da schon? Na toll. Das war der einzigste Schuss. Können wir wieder zurückgehen? Mist. Sprich, wir müssen dann so draufschlagen und ihn töten. Bitte komm nicht. Nein! Einer kommt auf jeden Fall. Was? Wie soll ich denn so ein Viech umbringen? Das ist viel zu schnell. Das ist doch echt scheiße, sowas. Wie soll man denn das schaffen, wenn man keine Munition hat, wenn man nichts hat? Wetten, ich kann hier auch nicht... Kann ich wieder raus? Doch, ich kann raus. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo Munition finden. Ganz wichtig ist das. Scheiße. Oh Mann. Ich muss doch... Okay, wir müssen jetzt alles nach Munition durchforsten. Wir sind, glaube ich, von unten irgendwie gekommen. Hier muss doch irgendwo Munition liegen. Mit Munition könnte ich wenigstens diese blöden Scheißkerle umbringen. The door won't budge. Oh
Mann, ich brauche Munition. Wenigstens ein Magazin, das würde mir reichen. Dann könnte ich auf jeden Fall diese kleinen Bodenkriechler umbringen. Ohne weitere Probleme eigentlich. Soll ich mal springen und sterben? Dann gehe ich hier nochmal zurück. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Komm, hier muss auch irgendwo mal was auf dem Boden liegen. Irgendwie Munition. Damit ich mal ein paar Leute dann da oben bringe. Ich brauche Munition auf jeden Fall, um weiterzukommen. Das steht auf jeden Fall fest. Ich gucke jetzt hier wirklich intensiv auf den Boden. Hier kommen wir eh nicht lang. Ach, jetzt kommen wir hier auch nicht mehr raus, oder wie? Doch, hier. Nee, the dome won't budge. Ah, hier geht's wieder lang. Hier in diesem Raum, da wo wir die Pistole bekommen haben. Ach nee, das ist der Raum. Okay, hier muss auch irgendwo noch Munition liegen. Bitte, bitte, lieber Gott. Ohne Munition schaffe ich das nicht, weil die Teile sind sowas von schnell im Nahkampf. Kann ich weder irgendwie mein Leben nachfüllen und sonst noch irgendwas machen. Komm, hier muss irgendwo Munition rumliegen. Irgendwo. Das kannst du mir nicht erzählen, dass hier nichts rumliegt. Falls wir jetzt sterben, ist es ja nicht schlimm. Wir haben ja immer noch den Safe State und haben da nichts geändert. Dann gehen wir hier irgendwie zurück nochmal. Wieder so eine schreckliche Musik. Nee, ich gehe jetzt auf jeden Fall Munition holen. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich hier raus. Ganz raus. Bis ich dann endlich Munition gefunden habe. Das kann es nicht sein. Hier muss irgendwo was liegen. Irgendwo muss was liegen. Okay, das war jetzt doof. Das sehe ich selbst ein. Die Frage ist, wo ist Munition? Vielleicht noch in dem Haus, wo wir drin waren. Da haben wir, wie gesagt, die Munition für die M16 und so bekommen. M17 meine ich. Tja, vielleicht liegt hier irgendwo was. Ich muss jetzt alles nachgucken. Hier war ich noch nicht drin, glaube ich. Oder war ich hier drin? Nein, hier war ich noch nicht drin. Hier klopft jemand an die Tür. Hallo? Hallo? Klopf, klopf, klopf. Ja, gibt es das denn? Er hat uns nichts abgezogen. Was ist... Alter. Leck mich am Arsch, wir haben Munition. Und da war so ein Typ. Der hat uns nichts abgezogen. Vielleicht der hat uns abgezogen, aber der hat uns nichts abgezogen, weißt du? Boah. Ja, ich habe Munition gefunden. Ich bin so froh. So, jetzt ganz schnell irgendwie safen oder so. So, safen wir auf dem Stand. Sehr gut. Und im nächsten Part, da geht's dann los. Da holen wir uns dann, dann kämpfen wir nochmal gegen den Boss erneut. Hoffentlich dieses Mal erfolgreich. Ja, dann haben wir in diesem Part ein bisschen Munition geholt. Ist ja auch was Nettes. Nicht gerade was super Gutes, beziehungsweise doch schon, aber wir haben nicht so viel geschafft, meine ich damit. Wie viel haben wir davon? Ein Magazin, geil! Och, geil. Super. Und ich glaube, die M16 hatte auch... Nee. Ach, das war Sniper. Egal, wir haben auf jeden Fall jetzt ein Magazin. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part bei Cry of 4. Dann werden wir ja diesen, in Anführungszeichen, Boss auch besiegen. Ciao.